Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Symposium trägt den Titel Kulturwandel im Büro. Wie erschließen wir die Potenziale? Ich möchte eine These für mein Referat verwenden. Ich bin überzeugt, wenn wir es wirklich ernst meinen mit der Potenzialentfaltung in Organisationen, dann müssen wir den Mut haben, Organisation und Führung neu zu denken. Aber radikal neu. Und dazu würde ich Ihnen gerne in der gebotenen Zeit 3 Denkangebote mitgeben. Organisationen streben nach Einzigartigkeit. Das Ziel der strategischen Ausrichtung ist es, Wettbewerbsvorteile aufzubauen, Alleinstellungsmerkmale zu generieren, im Wettbewerb sich differenzieren zu können. Was aber, meine Damen und Herren, beobachten wir, wenn wir Organisationen etwas näher betrachten? Ich denke, wir beobachten eine Tendenz zur Selbstähnlichkeit. In der Soziologie spricht man von dem Phänomen der Isomorphie. Das heißt, Organisationen gleichen sich immer mehr an. Gleiche Systeme, gleiche Anreizmechanismen. Und da steht irgendwo doch etwas im Widerspruch. Und was ist eigentlich die Logik, die dazu führt, dass Organisationen sich so stark angleichen? Aus meiner bescheidenen Beobachtung ist es das Primat der Effizienz, nachdem heute die Systemlogik in Organisationen eigentlich ausgelegt ist. Wir versuchen, die Systeme, die Anreizmechanismen, die Beurteilungen und so weiter, versuchen wir sehr stark nach diesem Primat der Effizienz auszurichten. Ich habe überhaupt nichts gegen Effizienz. Effizienz ist ganz entscheidend und wichtig für Organisationen. Ich möchte lediglich dafür plädieren, dass wir uns mit etwas mehr Sorgfalt mal über die Folgen dieser einseitigen Effizienzorientierung im Kontext der Potenzialentfaltung gerecht werden. Was alles tun wir, um effizient zu sein? Wir versuchen, Abläufe zu strukturieren, Aufbaustrukturen festzulegen und nach einem sehr eben effizienzgetriebenen Muster. Sie kennen vielleicht den Schweizer Künstler Ursus Werle. Er räumt Kunst auf. Und der aufgeräumte Tannenbaum sieht dann so aus, oder das Müsli am Morgen. Ja, meine Damen und Herren, was machen wir eigentlich in Organisationen? Gut gemeint räumen wir Organisationen auf. Wir haben dann ein gutes Gefühl, wenn Strukturen klar sind, Kompetenzen, Aufgaben, Prozesse beschrieben sind. Und es stellt sich irgendwann einfach nur noch die Frage, sehen wir noch die Uhr oder optimieren wir nur noch die Zeiger? Ein anderes Element dieser Effizienz ist dieser Kontrollwahnsinn, den wir haben in Organisationen. Und mich beschäftigt eine Beobachtung, und das ist eine Beobachtung, die betrifft die gesamte Gesellschaft, in der wir leben. Weshalb vertrauen wir Systemen immer mehr als Menschen? Was führt dazu? Was ist die Logik dahinter? Und dieser Kontrollwahnsinn, der äußert sich dann in entsprechenden Festlegungen, die natürlich mit dem Thema Potenzialentfaltung im absoluten Widerspruch stehen. Ich persönlich habe den Eindruck, wir haben eine gewaltige Schieflage heute in Organisationen. Auf der einen Seite benötigen wir Enthusiasmus, Leidenschaft, Begeisterung, weil sich die Produkte immer mehr angleichen. Wir haben Produktparitäten heute eigentlich in vielen, fast allen Märkten. Die Differenzierung geht nicht über Produktvorteile, sondern sie geht letztendlich über Menschen, über das Thema Leidenschaft, Begeisterung. Also wir bräuchten eigentlich immer mehr Enthusiasmus und wir beobachten immer mehr Erstarrung.
Symptome dieser Erstarrung: Regelungsdichte, Spaß geht verloren, Leidenschaft geht verloren, kreativer Systembetrug. Ich gehe so weit, dass ich sage, wir sozialisieren Menschen in Organisationen durch die Art, wie wir die Systeme auslegen, zum kreativen Systembetrug und wundern uns über das, was wir beobachten, weil wir permanent die Systeme auf den denkbar schlimmsten Fall auslegen. Wir stellen irgendwo einen Missbrauch fest und legen dann die Gesamtorganisation auf diesen Missbrauch aus, das heißt die Systeme im Sinne der Kontrolle und so weiter. Man spricht auch von innerer Kündigung, kollektiver Erschöpfung in Organisationen. Mitarbeitende entwickeln Abwehrstrategien, wie man sich gegen entsprechende Veränderungen auch zur Wehr setzt, verständlicherweise. Man spricht von dem Phänomen der Entkernung. Viele Berufsbilder haben heute die Situation, dass nur noch ein ganz begrenzter Anteil der wirklich originären Tätigkeit mit dem Berufsbild verbunden ist. Die Krankenschwester verwendet heute mehr als ein Viertel der Zeit für Dokumentationsaufgaben. Das hat herzlich wenig mit ihrer Berufung zu tun, im Sinne des Helfens. Also ich glaube, wenn wir es wirklich ernst meinen mit dem Thema Potenzialentfaltung, dann lohnt es sich, eben Führung und Organisation neu zu denken. Mein erstes Denkangebot lautet: Ich glaube, wir müssen den Mut haben, Mitarbeitende mal zu überschätzen. In jedem Leitbild steht die Forderung vom mündigen und selbstorganisierten Mitarbeitenden, den man anstrebt. Aber wenn wir mal die Systeme betrachten, wie wir sie auslegen, dann denke ich, sind wir relativ weit davon entfernt. Weil de facto lassen wir uns eben wesentlich stärker von diesem Bild leiten. Also wir sind überzeugt, mehrheitlich sind die Mitarbeitenden unmündig. Sie müssen geführt werden. Wir müssen sie extrinsisch motivieren. Organisationen haben den Auftrag, sie von ihren Defiziten zu befreien und letztendlich auch entsprechend einzustufen, zu beurteilen. Ich glaube, Organisationen haben keinen Therapieauftrag. Das ist eigentlich nicht das Thema. Sie sprechen heute an diesem Symposium natürlich auch über eine technologische Dimension. Und betrachten wir mal die neue oder die Generation der Digital Natives. Wie werden die sozialisiert mit dieser Technologie und was hat das allenfalls für Konsequenzen auch für die Organisation und Führung? Also die Digital Natives, für sie zählt nicht die Hierarchie, sondern schlicht und ergreifend die bessere Lösung. Für Digital Natives ist Transparenz selbstverständlich, der Zugang zu Informationen ist eine Selbstverständlichkeit. Ich erlebe immer noch Organisationen, die den Internetzugriff mit vielseitigen Reglementen regeln. Da sind wir noch weit davon entfernt. Freiwilligkeit, Aufgaben werden gewählt, nicht verteilt und zugeteilt. Der Ideenfluss, freier Fluss von Ideen, Meinungsäußerung ist nicht mehr kontrollierbar. Das erleben Sie auch im Kontakt ja mit Kunden. Oder beispielsweise das Thema Autonomie. Diese Generation strebt sehr stark nach selbstbestimmt, neigungsorientiertem Handeln. Wir wissen heute aus der Potenzialforschung oder Talentforschung sehr gut, das Thema Sinn und Autonomie sind zwei ganz entscheidende Faktoren im Kontext von Talentförderung und Talententfaltung. Also, wenn wir diese entsprechenden Anforderungen ernst nehmen, dann denke ich, lohnt es sich, vielleicht mal folgendes Gedankenexperiment mitzugehen. Versuchen wir mal konsequent zuzutrauen und unterstellen wir mal ein mündiges Menschenbild. Die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen beschäftigen sich seit 1000 Jahren mit der Frage, ist der Mensch Genegoist oder Altruist? Wir haben noch bis heute keine schlüssige Antwort.
Das stimmt mich aber trotzdem zuversichtlich, weil ich überzeugt bin, wenn wir Potenzialentfaltung wirklich realisieren wollen, dann geht das nur mit einem mündigen Menschenbild. Weil nur dann werden wir Autonomie zugestehen, nur dann werden wir die Freiräume entsprechend zulassen. Ich persönlich bin überzeugt, dass in jedem Kollektiv mehr als 2/3 der Mitarbeitenden, wahrscheinlich 90% oder noch mehr, mündig sind, intrinsisch motiviert, nach Exzellenz streben und durchaus Selbstorganisationsfähigkeiten mitbringen. Und was um Gottes Willen führt dazu, dass wir unsere Systeme auf die 5, 6, 7% Misstrauensorientierte ausrichten? Sie kennen vielleicht Best Buy, eine amerikanische Discounterkette, und sie hatten 2003 ein Riesenproblem. Sie sehen es hier, 65% Personalfluktuation am Hauptsitz in Minneapolis mit knapp 4000 Mitarbeitenden. Zwei Mitarbeiterinnen von Best Buy haben in geheimen Experimenten begonnen mit einer Idee. Sie haben sie später unter dem Label Row dargestellt und Row steht für Results Only Work Environment. Die Idee ist einfach. Sie haben gesagt, es gibt einen harten Pol, Ergebnis. Rest, maximale Freiheit. Wann du arbeitest, wo du arbeitest, wie viele Stunden du arbeitest, ob du an einem Meeting teilnimmst oder nicht, frei. Jedem deutschen Schweizer Personalchef sträuben sich spätestens jetzt die Haare. Weil man sagt, das kann nicht funktionieren. Interessant, was hat Best Buy festgestellt? In knapp 7% der Fälle musste Best Buy eine Kündigung aussprechen, weil Mitarbeiter mit dieser Verantwortung, mit dieser Freiheit nicht verantwortungsvoll umgehen konnten. Knapp 7%. Nicht 30, nicht 50, nicht 70. Aber was interessant ist, und ich möchte jetzt diese Effekte nicht linear auf dieses Experiment zurückführen, das ist fahrlässig, die Unternehmensrealität ist viel zu komplex, aber in der Tendenz, massive Produktivitätssteigerung, Fluktuationsrate, sehr stark zurückgegangen. Und was man festgestellt hat jetzt in der Begleitung dieses Experimentes, offensichtlich ist die subjektiv empfundene Autonomie über die eigene Arbeitszeit ein absolut entscheidender Zufriedenheitsfaktor. Absolut entscheidender Zufriedenheitsfaktor. So ein Experiment können Sie nur wagen, wenn Sie von einem mündigen Menschenbild ausgehen. Zweites Denkangebot. Haben wir den Mut und fokussieren wir unsere Management-Attention und Energie mal konsequent auf das Thema Potenzialentfaltung. Das heißt letztendlich, dass wir uns verabschieden von der Idee des Mikromanagements, alles im Griff haben zu können und den Mut haben, entsprechend loszulassen. Loslassen ist die Basis für Potenzialentfaltung und damit auch die Basis für eine ganz andere Qualität von Wettbewerbsvorteilen, um die es letztendlich geht. Nämlich um diese kulturbasierten Alleinstellungsmerkmale, die Organisationen benötigen. Leidenschaft, Begeisterung, angstfreie Räume, Talentmagnet zu sein. Ich glaube, das sind die Herausforderungen, die auf uns zu kommen. Dieses Thema Loslassen kann ich so als Appell selbstverständlich immer wieder an Menschen richten. Es ist aber unglaublich schwierig, das zu tun. Weil Loslassen bedingt Zutrauen. Loslassen bedingt eine sehr große Souveränität, dass ich meine Rolle als Führungskraft nicht in der Unersetzlichkeit, sondern darin sehe, dass ich mich obsolet mache. Das ist eine völlig andere Haltung, die dahinter steht. Ich möchte Ihnen ganz kurz eine Sequenz einspielen von einem mittelständischen Unternehmer, den wir im Rahmen unseres Forschungsprojektes zum Thema Musterbrecherführung Neu Leben kennengelernt haben. Andreas Glemser hat mittelständischer Unternehmer, hat eine Firma mit 50 Mitarbeitern aufgebaut und hat
irgendwann erkannt, dass er selber zum absoluten Flaschenhals wurde. Alles lief über ihn, Akquise, Produktinnovation und so weiter. Hatte 16 Stunden Arbeitstage kurz vor dem Burnout und irgendwann hat er gesagt, das kann es ja eigentlich nicht sein. Ich möchte eigentlich vertrauensbasiert führen. Ich hab gute Leute und weshalb gelingt es mir nicht, diese Potenziale wirklich zu nutzen? Und er hat sich entschieden zu einem mutigen Experiment, nämlich 4 Monate auf Weltreise. Hat die Firma de facto übergeben, war in dieser Zeit nicht erreichbar. Ich möchte Ihnen ganz kurz eine Sequenz aus einem Interview einspielen, wo er schildert, als er zurückkam, was er beobachtet hat. Was wirklich interessant war, und das war für mich wirklich erstaunend, ich kam zurück und ich war arbeitslos. Ich hatte wirklich keinen Job mehr. Und das ist ein saublödes Gefühl. Du kommst zurück und du wirst nicht mehr gebraucht. Also keine 20 oder 30 Anrufe mehr, nicht mehr 150 E-Mails und. Und dich fragt auch keiner. Du, ich habe da meine Frage, wie soll ich es machen? Du sitzt alleine über Monate in deinem Büro und hast im Grunde genommen nichts zu tun. Und das war ein sehr komisches Gefühl. Und erst war ich traurig, als ich zurückgekommen bin. Und danach habe ich gedacht, mein Gott, das ist ja eine Riesenchance. Jetzt kann ich mal endlich die Dinge machen, die ich eigentlich machen sollte als Unternehmenslenker. Jetzt kann man natürlich sagen, jetzt hat wahrscheinlich die Nummer 2 den 20-Stunden-Arbeitstag. War natürlich nicht der Fall. Was ist passiert? Mit dieser massiven Irritation hat sich die Führungsaufgabe in dieser Organisation völlig anders verteilt. Wesentlich mehr Mitarbeiter übernehmen Führungsverantwortung und Glemser hat dieses Experiment jetzt vor 3 Jahren gemacht und er ist nicht zurückgefallen ins alte Muster, sondern er war so überzeugt von der Mächtigkeit eigentlich dieser Intervention. Und schließlich das dritte Denkangebot, also zutrauen, loslassen, experimentieren. Ich denke, wenn wir diese Verhaltensänderung oder diese kulturelle Änderung bezogen auf die Art, wie wir führen, entsprechend wirklich realisieren wollen, dann nützen Appelle herzlich wenig. Die Neurobiologie sagt, Veränderung über Appelle zu erzielen, ist gehirntechnisches Rauschen. Das bewirkt überhaupt nichts. Die Herausforderung besteht darin, neue Erfahrungswelten zu schaffen. Also das Prinzip, wenn ich ein Verhalten ändern will, dann muss ich mir bewusst sein, dass Verhalten immer die Folge einer Haltung ist, die ich ausgebildet habe zu diesem Thema, wie ich denke, handle, fühle. Und diese Haltung wiederum ist die Folge der Summe der gesammelten Erfahrungen. Will ich also Verhalten ändern, muss ich hier ansetzen. Neue Erfahrungswelten schaffen, in denen die Mächtigkeit einer alternativen Form von Führung sichtbar erlebbar wird. Und dazu eignen sich Experimente natürlich sehr gut. Ich möchte abschließen mit dem Appell an Sie, haben Sie den Mut zum Experimentellen. Aber auch das ist wieder relativ schwierig, weil die Rollenerwartung an Führung natürlich genau nicht darin besteht, Experimente, sprich ergebnisoffene Vorhaben zu lancieren, sondern man erwartet, dass man die Antwort kennt, dass man projektmäßig die Dinge strukturieren kann, einen klaren Output hat. Und ein Experiment ist etwas fundamental anderes. Ich habe eine Hypothese, nämlich die Hypothese, dass Freiheit wesentlich oder dass ich wesentlich mehr Führung habe durch entsprechend keine Führung oder dass ich das Unproduktives sehr produktiv sein kann. Das sind Thesen, die kann ich nur mit Experimenten testen. Und wir haben festgestellt, dass diese Experimente wirklich mächtig sind. Wir begleiten zurzeit viele Organisationen bei diesen gezielten Führungsexperimenten. Über dieses ROE habe ich Ihnen erzählt, also Ergebnis statt Präsenz. Sagt, wir bezahlen nicht Ergebnis, sondern Präsenz. Entschuldigung, nicht Präsenz, sondern Ergebnis ist entscheidend. Und dazu schaffen wir die Freiräume. Oder aber was auch ganz mächtig ist, ist diese Laboridee. Also mal den Mut zu haben, zu sagen, eine Abteilung, eine Tochtergesellschaft, eine Filiale, während einem Jahr, ohne Budget, ohne Zielvorgabe, ohne Beurteilungssystem zu führen. Um mal zu beobachten, wie geht diese Unit, die Menschen, mit dieser Freiheit um? Was sind die entsprechenden Augenblicksvorteile, die genutzt werden? Was löst das aus? Versus dogmatisch zu sagen, das kann nicht funktionieren. Wir wissen es nicht, wenn wir es nicht testen. Und was hindert uns, diese Dinge zu testen? Ich glaube, wir müssen den Mut haben, Organisationen als Prototypen zu konzipieren. Prototyping
immer wieder neu, experimentell, immer weiter und nicht dogmatisch, statisch. Meine Damen und Herren, haben wir den Mut? Was hindert uns daran? Es sind Vorurteile, Muster, Dogmen, Erfahrungen. Erfahrung ist das Ende aller Fantasie. Also haben wir den Mut, provozieren wir neue Erfahrungsräume und lernen wir daraus? Ich denke, damit schaffen wir die Voraussetzung für Potenzialentfaltung. Also zutrauen, loslassen, experimentieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.